Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir testen heute die nächste Sorte von Aquamenta für euch. Und zwar geht es heute um den Aqua Pineapple. Sollte euch das Video gefallen, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und jetzt viel Spaß beim Review. Da sind wir wieder mit dem Aquamenta Pineapple. Erstmal vorneweg, was soll das Ganze sein? Ich denke, bei dem Namen ist es den meisten schon klar. Es handelt sich um einen Ananas-Tabak. Das Ganze kostet 17,90 Euro und ist, denke ich mal, dadurch begründet, dass das Ganze erst in einer Pappverpackung kommt. In der liegt eine Metalldose, deswegen wahrscheinlich der Euro mehr. Ich denke mal, die Verpackung kostet einen Ticken mehr als diese üblichen Verpackungen, die man sonst so hat. Da drin ist dann ein Zipper und in dem Zipper ist direkt der Tabak. Ich würde euch empfehlen, packt den Tabak nicht in die Dose. Wenn ihr ein bisschen braucht, bis der weg ist, könnte es sein, dass die Dose so schwarze Stellen entwickelt. Das Ganze ist nie so schön. Ist dir, glaube ich, schon mal passiert, ne? War, glaube ich, nicht so geil. Dreimal, ja. Dreimal. Also lieber einfach in dem Zipper lassen und den Zipper in der Dose liegen lassen. Ist auch kein Ding, wenn der dann offen ist, weil die Dose ist eigentlich relativ gut dicht. Also man hat da relativ wenig Geruch, der austritt. Wir blenden euch jetzt erstes mal den Kopfbau ein und da seht ihr schon Schnitt und Feuchtigkeit. Der Schnitt ist mittel, ja eher auf der mittleren Seite. Ich hätte fast gesagt mittel bis fein, er hat auch feinere Stückchen dabei, aber eher ein mittlerer Schnitt. Ist gut feucht, ja, ist auf jeden Fall in dem Zipper, ist schon noch ein bisschen Molasse, aber es ist eigentlich ziemlich gut abgestimmt und auf jeden Fall nicht schlimm, dass da zu viel Molasse dran wäre. Ja, im Kopfbau seht ihr es, wir rauchen das Ganze in dem Fumari-Kopf mit einem HMD bzw. Smokebox obendrauf. Jetzt sind gerade schon drei Kohlen drin, wir haben aber gerade noch das Review zu der Stimulation gedreht. Deswegen, der Kopf ist schon ein bisschen an, ne? Beachtet es auf jeden Fall bei der Rauchentwicklung, aber ihr guckt euch die Rauchentwicklung bei mir an und wir kommen erstmal zum Geruch. Ich muss wirklich sagen, mich erinnert die Ananas wirklich eher so an so eine, keine Ahnung, so Kirmes-Ananas oder sowas. Also die ist sehr, sehr süß, definitiv jetzt nicht so wirklich frisch aufgeschnitten, sondern eher auf diesem künstlichen Programm. Gefällt mir aber trotzdem ziemlich gut. Ihr habt auf jeden Fall trotzdem diese kühle Frische da am Start. Ja, es gefällt mir ziemlich gut. Muss aber wirklich sagen, irgendwie ist es halt so ein Ticken künstlich und das ist jetzt nicht abschreckend, aber muss man einfach beachten, dass man halt keine authentische Ananas bekommt. Ja, also mich erinnert das Ganze eher an so eine, oder ziemlich krass an eine Gummibärchen-Ananas. Also wenn ich da dran rieche, habe ich direkt vor Augen ein weißes Gummibärchen. Ihr habt eine leichte Minze dabei, wie gesagt, diese typische Aquamenta-Minze, die man schon aus so vielen von den anderen Tabaksorten kennt. Ich denke, zur Rauchentwicklung muss man auch nichts mehr sagen. Der qualmt immer noch angenehm gut. Ja, also dicke, dichte, weiße Wolken. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Läuft sehr gut. Geruch ist, dadurch, dass es halt auch so gummibärchenmäßig ist, wirkt es auf jeden Fall ein bisschen künstlich, wie du schon gesagt hast. Aber riecht trotzdem ziemlich gut. Und ich muss noch dazu sagen, es gibt eigentlich nicht wirklich viele gute, pure Ananas-Tabaksorten. Und die riecht da schon mal definitiv nach einer der besseren. Ich mache auch wie gewohnt direkt weiter mit dem Geschmack. Da sieht das sehr, sehr ähnlich aus. Der Tabak wirkt ein wenig weniger künstlich als im Geruch, finde ich. Also er schmeckt auf jeden Fall natürlicher, erinnert mich aber immer noch leicht an diese Ananasnote, die man aus den Gummibärchen schon so kennt. Ich finde, er lässt sich angenehm rauchen, er schmeckt angenehm, er ist jetzt nicht mega intensiv, aber er ist auch nicht lasch. Also für mich definitiv ein sehr, sehr guter Ananastabak. Ja, dann mache ich direkt mal weiter mit dem Geschmack und ich muss auch wirklich da sagen, wie du schon gesagt hast, da ist er definitiv nicht mehr so auf dieser künstlichen Seite, wie man es halt vom Geruch erwartet hätte. Das gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut, weil dementsprechend bekommt ihr wirklich eine Ananas, die eher in die natürliche Richtung geht. Ja, weiterhin habt ihr noch weiter so dieses Gefühl von einem Ananas-Gummibärchen, aber das ist auf jeden Fall definitiv nicht störend. Mir gefällt auch diese kühle, frische Note vom Aquamenta. Von daher bin ich auf jeden Fall begeistert und eigentlich auch ja, überrascht, wie gut er ist. Und deshalb würde ich dem Tabak auch die 8,5 Sterne geben, weil ich einfach finde, diese Ananasnote sollte ein bisschen ja, authentischer sein, aber dementsprechend dann ein bisschen intensiver. Ja. Das ist, denke ich, auch mal der Punkt, der relativ schwer zu treffen ist, die noch authentischer hinzukriegen.
Ich schätze mal, dadurch, dass es so wenig gute Ananas-Tabaksorten gibt, ist es relativ schwer, krasse Ananas-Aromen zu bekommen, die auch eher an eine künstliche Ananas, an eine natürliche Ananas erinnern, im Gegensatz zu einer künstlichen. Deswegen denke ich mal, werden da so beide gemischt und dann so ein gutes Verhältnis herausgearbeitet. Und ich finde, das hat der Tabak gut getroffen. Vom Geruch her habe ich erst gedacht, so, okay, das riecht jetzt eher so wie Fumari White Gummy Bear oder sowas. Ist aber definitiv was anderes. Also lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschnuppern bei einem Kumpel oder so, wenn da jemand was da hat. Ich bin überrascht. Du hast eben noch gehadert bei den halb, bei den 8,5. Ja, bist du dir sicher? Ich hatte zwischen 8,5 und 9. Ah, okay. Also nicht 8, weil das hätte mich gewundert, weil ich würde auch so zwischen 8,5 und 9 Sternen auf jeden Fall anpeilen. Er ist wirklich sehr, sehr gut und deswegen würde ich ihm die 9 geben. Dann kommen wir natürlich in eine komische Lage. Kann ich dich zu den 9 überreden oder sagst du, nee, ich muss bei 8,5 bleiben? Ich muss tatsächlich sagen, ich würde lieber bei den 8,5 bleiben, weil diese Aqua-Minze nicht jedem seins, nicht jedem das, den Geschmack treffen wird. Ja. Also diese Aqua-Minznote ist halt so ein bisschen schwierig. Das ist halt nicht diese 1:1 typische klassische Minze, das ist halt eher ein bisschen was anderes und das ist eher so ein Aspekt, wo ich sagen würde, eventuell könnte es einigen Leuten nicht gefallen. Gut, dann machen wir das einfach so. Für die Leute, denen viel Aquamenta schmeckt, kriegt ihr auf jeden Fall 9 Sterne. Die Leute, die meistens bei Aquamenta bis jetzt gesagt haben, so, weiß ich nicht, diese Aquanote, nie so meins, da kriegt er dann 8,5 Sterne. Na, so werden wir den dann auch bewerten. Das ist definitiv ein guter Ananas-Tabak. Wenn ihr auf sowas steht, gerne mal probieren. Das soll es mit unserem Review gewesen sein. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder Abo da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG. Ciao.